ich bleibe direkt auf der Bühne und kündige den ersten Sprecher an, habe es jetzt eben schon ein paar Mal gemacht. Ich lese mal ein bisschen vor, weil er hat schon eine recht, in seinen jungen Jahren recht umfangreiche und berufliche Laufbahn hinter sich. Er ist Head of Digital Asset and Currency Strategy bei der Deutschen Bank mittlerweile. Er hat an der Universität St. Gallen promoviert und ist dort weiterhin als externer Dozent tätig. Er veröffentlicht regelmäßig Artikel, Podcasts, Forschungspapiere zu den Themen Geldtheorie und digitale Währung. Er hat als externer Berater bei der Europäischen Zentralbank gearbeitet und einen Forschungsaufenthalt an der Stanford University gehabt. Außerdem ist er natürlich den meisten von euch wahrscheinlich unter seiner Rolle und in der Gründung seines Podcasts Podcast Fiat, Bitcoin und Rock'n'Roll bekannt, der in diesem Jahr auch ebenfalls bei uns auf dem Portal immer wieder gespiegelt wird. Und wir freuen uns sehr, dass er extra aus der Schweiz angereist ist und im Vorfeld zu dieser Konferenz uns schon mit sehr, sehr vielen Impulsen versorgt hat. Seine Keynote trägt den Claim dieser Konferenz: Bringing Light into the Blockchain Darkness, wie Blockchain und Tokens die Wirtschaft der Zukunft verändern werden oder können. Bitte begrüßt ganz herzlich mit einem Applaus Alexander Bechtel. Ja, lieber Nicole, vielen Dank für das nette Intro, lieber Mike. Freut mich hier zu sein, freut mich, dass ich so den Einstieg in den heutigen Tag machen darf. Ja, Nicole hat es gerade gesagt, Bringing Light into the Blockchain Darkness. Das Ziel war es wirklich, mal so die ersten 45 Minuten damit zu verbringen, so diejenigen, die noch nicht so lange in dem Space sind, abzuholen. Aber ich habe gleichzeitig auch versucht, den Vortrag so zu gestalten, dass sich die Experten unter euch auch nicht total langweilen. Deswegen ist der Versuch, weniger eine Vorlesung jetzt aus den ersten 45 Minuten zu machen, sondern ich habe versucht, das Ganze in 10 Thesen zu verpacken. Ich habe das genannt 10 Thesen zur tokenisierten Ökonomie. Ich hoffe, diese Thesen sind basic genug für die Anfänger, um ja als ein Einstieg in das Thema zu sein, aber auch irgendwie interessant genug oder steil genug, um für die Experten hier Diskussionsgrundlage zu sein. Und es würde mich freuen, wenn wir dann am Ende auch zu diesen 10 Thesen, gerne am Ende des Tages zu diesen 10 Thesen diskutieren könnten. Ich will auch gar nicht so viel Zeit verlieren und direkt einsteigen. Und ich glaube, die erste These, die ist nicht sonderlich steil. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ganz viele hier im Raum mir dazu recht geben. These Nummer 1, Blockchain und Tokenisierung sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es war ja bis vor wenigen Jahren, würde ich sagen, sogar so, dass man ganz oft noch gehört hat, ja, Bitcoin, das verschwindet doch in 1-2 Jahren wieder. Das ist doch nur so ein Hype, der irgendwie jetzt mal kurz da ist. Das ist eine Blase, das verschwindet wieder in kurzer Zeit. Und gerade so in dem letzten Jahr, und das sieht man auch ganz gut an diesem ersten Graphen hier, gerade im letzten Jahr ist, glaube ich, die Erkenntnis gewachsen, dass das Thema Krypto, Blockchain, Tokenisierung kein Thema ist, das irgendwie in 1-2 Jahren wieder verschwinden wird. Und um zu zeigen, wie dieses Thema gerade jetzt sich in den letzten Monaten entwickelt hat, habe ich so mal den für mich aussagekräftigsten Graphen gesucht, der die Marktkapitalisierung des Kryptomarktes darstellt. Kennen sicherlich viele von euch. Ja, wir sehen hier natürlich Ende 2017 so dieses erste Mal, dass die Marktkapitalisierung nach oben ging. Und jetzt vor allem seit einem guten Jahr ist dieser komplette Markt nochmal durch die Decke gegangen. Wir kratzen jetzt tatsächlich an der 3 Billionen US-Dollar Grenze Marktkapitalisierung. Und wenn man das mal in einen Vergleich setzt zu anderen Assets, habe ich hier eine Tabelle gefunden, wo Bitcoin mittlerweile, also nicht der komplette Kryptomarkt, sondern nur Bitcoin, ja, ist jetzt hier in dem Fall ungefähr 1,2 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung, ist kurz davor, Silber als Assetklasse zu überholen. Ja, wenn man das mit den größten Unternehmen der Welt vergleicht, ich bin da gar kein so ein großer Fan von dem Vergleich, aber trotzdem, um das mal in Beziehung zu setzen, wenn man das mit den größten Unternehmen der Welt vergleicht, dann ist Bitcoin mittlerweile fast so groß wie Amazon und auch nicht mehr weit weg von Alphabet, Apple und Microsoft. Also wir reden hier nicht über eine Nische, wir sehen auch eine Sache, Gold, was ja immer so ein Stück weit als Vergleich hergenommen wird zu Bitcoin, ist noch ein ganzes Stück weg, ja, ungefähr 10-mal so groß wie Bitcoin. Das heißt, diejenigen, die der Meinung sind, dass Bitcoin eventuell das digitale Gold ist, ja, wenn man davon ausgeht, dass es eventuell mal die Marktkapitalisierung von Gold erreichen könnte, dann sehen wir auch, wo das noch hingehen kann. Die Winklevoss-Zwillinge sagen ja immer, Bitcoin wird mal so groß wie Gold, was dann dazu führen würde, dass der Markt noch 10-mal so groß werden kann, wie er heute ist.
Ich könnte euch jetzt noch ganz, ganz viele andere Statistiken zeigen und ganz, ganz viele andere Graphen, ob ich jetzt das DeFi-Volumen oder das Trading-Volumen auf Börse XYZ euch zeigen würde. Es würde alles ähnlich aussehen wie dieser erste Graph, dass es in den letzten Monaten einfach nochmal alles durch die Decke ging. Aber, und das ist mir wichtig, es geht eigentlich nicht nur um den Kryptomarkt heute, sondern es geht ja viel breiter um das Thema Tokenisierung, digitale Assets, digitale Währungen, natürlich auch am Schnittpunkt zwischen dem heutigen Finanzmarkt. Und dafür habe ich jetzt mal exemplarisch ein paar Headlines herausgesucht, die euch einfach zeigen sollen, was da passiert und wie breit diese Thematik auch ist und dass es wirklich so ist, dass wir in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und uns nicht nur innerhalb der Crypto-Nerd-Ecke über diese Themen unterhalten. Wir haben jetzt seit kurzem, hat die Europäische Zentralbank ihre Investigationsphase zum digitalen Euro gestartet. 2 Jahre lang soll da jetzt investigiert werden und dann soll noch 2 bis 3 Jahre gebaut werden und so um 2025, 2026 soll der digitale Euro kommen, die digitale Zentralbankwährung. Wenn man US-Amerikaner oder Brite ist, kann man mittlerweile über PayPal schon Bitcoin kaufen. Es gibt viele andere klassische Finanz-Apps, die das mittlerweile ermöglichen. Ich habe hier eine Headline zur deutschen Börse mit aufgenommen, als Beispiel dafür, dass auch klassische Finanzunternehmen mittlerweile ganz stark in diese Richtung gehen. Hier die deutsche Börse hat die Mehrheit an der Crypto Finance AG erworben. Wir haben natürlich das Thema NFTs, das absolut durch die Decke geht gerade. Rekordverkauf Anfang des Jahres für 69 Millionen US-Dollar, erste große NFT. Dann haben wir wahnsinnig hohe Bewertungen. Coinbase ist kurz vor seinem IPO mit 100 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Jetzt mittlerweile ist es nicht mehr ganz so viel, aber Coinbase, wenn man das mit Banken vergleicht, gehört immer noch zu einer der größten Banken global. Eine Kryptobörse. Ja, also es ist nicht so, dass es hier eine Nische ist und dass es irgendwie ein Zehntel der Größe von einer mittelgroßen Bank hat, sondern Coinbase gehört von der Marktkapitalisierung her zu den größten Banken weltweit. Und das geht so weit bis hin zum Fußball. Lionel Messi, viele wissen das sicherlich, ist vor kurzem aus Barcelona nach Paris Saint-Germain gewechselt und Lionel Messi wird nicht nur mit Euro bezahlt, sondern er wird auch mit einem PSG-Fan-Token bezahlt. Also selbst der bekannteste Fußballer weltweit wird mittlerweile in Form von Kryptowährungen bezahlt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es ist offensichtlich, wenn wir uns diese Titel hier ansehen, diese Headlines, dass dieses Thema mittlerweile angekommen ist und auch nicht mehr verschwinden wird. Und davon bin ich überzeugt. Gehen wir mal weiter. These Nummer 2. Tokenisierte Assets und tokenisiertes Geld sind etwas fundamental anderes als Kryptowährungen. Warum packe ich so eine relativ spezifisch wirkende Aussage direkt an den Anfang? Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein bisschen pedantisch, was Definitionen von Termen angeht und Unterscheidungen und wie man gewisse Begriffe nutzt. Und ich mag es nicht so gern, wenn man Dinge durcheinander wirft, obwohl ich das selbst natürlich auch mache. Und deswegen bin ich ganz oft jemand, der anderen auf die Nerven geht und sagt, was meinst du denn genau, wenn du Blockchain sagst? Oder was meinst du denn genau, wenn du digitale Währung sagst? Und so weiter. Und eine ganz wichtige Sache, die ganz grundlegend, glaube ich, wichtig ist, auch für den heutigen Tag, ist, man muss 2 Dinge unterscheiden. Das eine ist der Crypto-Space, das sind die Kryptowährungen, und das andere ist die Anwendung von Blockchain-Technologie auf unser bestehendes Wirtschafts- und Finanzsystem. Das sind meiner Meinung nach 2 unterschiedliche Dinge. Und ich habe mal versucht, das hier darzustellen, wie ich auf diese beiden Themen blicke und wie ich die auseinandernehme. Wir haben hier Assets, wir haben Geld und wir haben Kryptowährungen. Und ich habe jetzt hier mal unterschieden zwischen unserem existierenden Wirtschafts- und Finanzsystem, das ist der obere Bereich, und dem Blockchain-Ökosystem. Und wenn wir vom Thema Blockchain und Tokenisierung im Zusammenhang mit unserem existierenden Wirtschafts- und Finanzsystem reden, dann geht es im Endeffekt darum, Assets und Geld dort herauszunehmen, wo sie heute leben. Assets leben heute in Custody, zum Beispiel bei Zentralverwahrung. Geld lebt natürlich auf Konten bei den Banken. Da nehmen wir diese Dinge heraus, tokenisieren sie und packen sie auf eine Blockchain. Ich habe das versucht hier ganz kurz, ich zeige euch das mal auf der nächsten Slide noch ganz high level darzustellen. Wir nehmen Assets oder Geld, das können reale Assets sein, das können virtuelle Assets sein, das heißt, das kann eine Immobilie sein, das kann aber auch ein Copyright sein, ein Patent. Wir nehmen diese Dinge und wir mit Hilfe der Blockchain-Technologie und dieser Möglichkeit, Tokens zu erstellen auf Blockchains, verpacken wir diese Dinge als ein digitaler Token in einer Blockchain oder auf einer Blockchain. Und das bringt uns dann nämlich zur tokenisierten Ökonomie.
Was das jetzt genau bedeutet und welche Vorteile wir dadurch haben, dass wir jetzt plötzlich Token haben und was sich dadurch ändert, dazu komme ich gleich. Aber das ist mal ganz high level, was passiert. Und die wichtige Unterscheidung, die wir jetzt nämlich treffen müssen, ist, wir haben diese Assets und wir haben das Geld. Wir nehmen sie aus der Custody heraus und aus den Konten heraus und repräsentieren sie als Token auf einer Blockchain. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr das Wertpapier, das beim CSD liegt, sondern ich habe jetzt den Security Token. Ich habe nicht mehr das Kunstwerk, sondern ich habe jetzt den NFT zum Beispiel und so weiter und so fort. Genau dasselbe mache ich auch mit Geld. Also wenn wir von digitalen Assets reden, müssen wir eigentlich im gleichen Atemzug auch immer vom digitalen Geld reden, denn ich nehme den Euro, den US-Dollar, das britische Pfund, nehme ich aus Bankkonten heraus und packe sie als Token auf eine Blockchain. Und dann habe ich eben nicht mehr den Euro, sondern ich habe den Euro-Stablecoin oder ich habe die digitale Zentralbankwährung oder den Chiralgeld-Token oder den E-Geld-Token und so weiter und so fort. Sobald ich diese Token habe, kann ich damit andere Dinge machen, mehr hoffentlich und natürlich bessere Dinge, schnellere Dinge, billigere Dinge, als wenn ich Accounts oder eben die Assets in Custody nutze. Wie gesagt, was sich da genau ändert, dazu komme ich gleich. Wichtig ist jetzt einfach, dass wir diese Welt von tokenisierten Assets und tokenisiertem Geld unterscheiden von den Kryptowährungen. Kryptowährungen sind native Kryptoassets, werden die ja auch genannt. Ja, da rede ich jetzt von Bitcoin, von Ether, von Monero und so weiter. Für die gibt es kein Äquivalent in der echten Welt. Ich kann keine Blockchain ohne Kryptowährung denken. Bitcoin kann nicht ohne die Bitcoin-Blockchain existieren und umgekehrt. Und es gibt nichts in der realen Welt, was irgendwie hinter Bitcoin steckt. Bitcoin ist gemeinsam mit der Blockchain geboren worden und wird auch gemeinsam mit der Blockchain sterben, falls die Blockchain irgendwann mal stirbt. Also das kann man nicht auseinandernehmen. Wenn der Security-Token stirbt, gibt es immer noch das Wertpapier. Oder die Immobilie, die tokenisiert wurde, die existiert immer noch. Ja, das Haus fällt ja nicht ein, wenn der Token kaputt geht. Bei Bitcoin, das ist ein rein natives Crypto-Asset. Und deswegen diskutieren wir auch so viel darüber, ob Bitcoin einen Wert hat oder nicht, weil es ist ein komplett neues Konzept. Es ist nicht so, dass Bitcoin für irgendwas in der realen Welt steht, sondern Bitcoin ist einfach da. Das ist ein digitaler Token, der mit nichts besichert ist oder gebackt ist. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage, warum hat sowas einen Wert? Ja, kommt dann oft immer die Diskussion zum inneren Wert. Und die Diskussion ist spannend und das steckt genau da dahinter, warum wir über dieses Thema diskutieren. Ich habe heute eine Experten-Slide, das ist im Endeffekt die hier. Da gehe ich nochmal eine Stufe tiefer. Ja. Und das ist so mein Blick auf das Krypto-Blockchain-Ökosystem. Und ich habe mal versucht, das in verschiedene Layers zu unterteilen. Es ist inspiriert durch ein Papier von Fabian Scheer von der Uni Basel, der das für den DeFi-Bereich gemacht hat. Ich habe es hier versucht, mal für den allgemeinen Blockchain-Bereich zu machen. Und ganz wichtig ist natürlich der Base-Layer, der untere Layer, das ist immer die Blockchain. Es gibt verschiedene Arten von Blockchains. Es gibt die Public Permissionless, die öffentlichen, wie Bitcoin, Ethereum. Dann gibt es aber natürlich auch bis hin zu den Private Permission Blockchains, ja, sowas wie Hyperledger, Fabric oder Corda. Das ist die Basis, auf der wir alles aufbauen. Der nächste Layer ist, dass diese Blockchains, viele dieser Blockchains, vor allem die öffentlichen Blockchains, haben einen nativen Token. Darüber habe ich gerade gesprochen. Ja, das ist Bitcoin, das ist Ether. Und diese Token sind ganz fest verknüpft mit dieser Base Layer, mit dieser Blockchain Layer. Es gibt auch Blockchains, die haben keinen Token. Hyperledger Fabric zum Beispiel hat keinen Token. Aber gerade diese öffentlichen, die haben einen Token. Und wenn wir jetzt über Stablecoins reden, über Non-Fungible Tokens, über Security Tokens und so weiter, dann ist das was, was nochmal da oben drauf aufbaut. Das ist dann der sogenannte Asset Layer. Das heißt, wenn ich einen Stablecoin herausgeben möchte oder wenn ich einen Non-Fungible Token herausgeben möchte, kann ich das zum Beispiel auf der Ethereum Blockchain machen. Das heißt, ich brauche das Base Layer, die Ethereum Blockchain, und ich brauche aber auch Ether, den nativen Token, um dann meinen Non-Fungible Token erschaffen zu können. Ja? So ganz grob funktioniert dieses Ökosystem. Das heißt, ich kann NFTs, Stablecoins, Security Tokens nicht denken und nicht möglich machen, ohne dass ich auch über Ethereum und auch den nativen Token Ether nachdenke. Und wenn ich dann noch eine Stufe höher gehe, dann habe ich den Application Layer. Das sind dann Anwendungen, die ich basierend auf all diesen unteren Layers bauen kann. Das heißt, ich kann natürlich Wallets für die Verwahrung anbieten, ich kann Börsen anbieten für den Tausch, ich kann diese Token leihen, verleihen, ich kann Derivate daraus machen, Zahlungen und so weiter. Und das Spannende ist jetzt, diese Applikationen, die können zentral sein, das kann von Banken angeboten werden oder von Kryptobörsen, ja, die Börse, das kann Coinbase sein, das kann Kraken sein, es kann aber auch komplett dezentral sein. Das heißt, eine Börse kann auch einfach ein Smart Contract sein. Ja, und dann sind wir bei Uniswap oder wenn es ums Lending geht, bei Aave oder Compound. Und das ist das Spannende, ja, dass dieser Applikationslayer teilweise von zentralen Instanzen gebaut wird und teilweise aber auch komplett dezentral ist.
Okay, das mal ganz high level, mein Blick auf dieses Ökosystem. Kommen wir mal zu These Nummer 3. Blockchain und Tokenisierung ändern die Art und Weise, wie wir bezahlen und Handel betreiben. Und das ist jetzt eigentlich die These, die so den Kern meines Vortrags, glaube ich, wiedergibt, oder das ist der für mich wichtigste Punkt, und da möchte ich auch ein paar Minuten bleiben. Denn wir reden ja ganz oft über Blockchain und Krypto und Tokenisierung, aber im Endeffekt müssen wir uns doch die Frage stellen, was ändert sich denn dadurch? Was wird denn dadurch besser, dass wir in Zukunft Token nutzen? Und um dafür die Intuition zu geben, was sich dadurch ändert, nehme ich immer sehr gerne dieses Slide hier und mache hier zwei Dinge. Der erste Punkt ist, ich fange mit etwas an, das wir alle kennen, und das ist der physische Tausch von Gütern und Geld. Und um die Intuition hinter der Tokenisierung und ihre Vorteile zu verstehen, nutze ich immer gerne die Unterscheidung zwischen den Begriffen Digitalization und Digitization. Und einige schmunzeln jetzt vielleicht hier, das habe ich mir von Manuel Klein geklaut, der später auch noch auf einem Panel hier zu Gast ist. Denn ich finde, wenn man den Unterschied verstanden hat zwischen dem Begriff Digitalization und Digitization, dann wird es relativ gut klar, was denn Tokenisierung genau bedeutet und was sich dadurch ändert. Aber lasst uns hier mal ganz kurz durchgehen. Ganz oben, das kennen wir alle, das machen wir seit Tausenden von Jahren. Wir haben physische Güter, das ist jetzt hier entweder eine Banknote oder von mir aus auch vor längerer Zeit noch ein Goldstück, und das tauschen wir gegen andere physische Güter. So läuft Handel seit Tausenden von Jahren. Ich habe jetzt hier als Beispiel mal, um konsistent zu sein, ein ausgedrucktes Aktienzertifikat genommen. Ja, das gibt es ja teilweise noch, aber früher konnte man das ja tatsächlich kaufen in gedruckter Form. So ein Handel lief einfach so ab, dass ich den Geldschein übergeben habe und die Person, die die Aktie verkauft hat, hat mir das Zertifikat gegeben. Und mit diesem Übertrag Geld gegen Aktie war dieser Handel auch abgeschlossen. Das war physisch, jeder war zufrieden, jeder konnte wieder gehen, es war gesettelt sozusagen. Was wir dann jetzt im letzten Jahrhundert gemacht haben, ist, wir haben diesen Vorgang des Tauschs digitalisiert. Und dazu sagt man im Englischen, im Deutschen gibt es ja leider nur ein Wort, Digitalisierung. Im Englischen würde man für diese Digitalisierung des Handelsprozesses, des Tausches, Digitalization sagen. Einen vormals physischen, analogen Prozess zu automatisieren und zu digitalisieren. Wie haben wir das geschafft? Wir haben das so gemacht, dass wir Intermediäre ins Spiel gebracht haben. Das heißt, wenn ich heute eine Aktie kaufe, dann habe ich da die Bank, ich habe die Börse, ich habe den Zentralverwahrer und so weiter. Und ich kann nicht mehr einfach nur hingehen und das irgendwie physisch machen, sondern ich muss mich gegenüber der Bank erstmal ausweisen. Ich muss sagen, liebe Bank, ich bin Alex, dieses Konto ist tatsächlich meines und ich möchte bitte eine Zahlung auslösen. Und dann macht die Bank das für mich. Die Bank überweist dieses Geld an den Verkäufer der Aktie. Der Verkäufer der Aktie muss dann entweder bei der Börse sagen, ich möchte bitte bei seinem Broker, ich möchte bitte diese die Aktie verkaufen. Dann ist im Hintergrund, gibt es einen Zentralverwahrer, der diese Aktie dann überträgt und so weiter und so fort. Viele von euch kennen das sicherlich. Also da sind 3, 4, 5 Intermediäre involviert, um diesen Prozess im digitalen Raum zu automatisieren. Und was jetzt ganz wichtig ist, und darauf möchte ich eingehen, weil es ist jetzt gleich wichtig, wenn wir dann den letzten Schritt machen, ist, was hier im Endeffekt passiert ist, ich habe eine Bank und diese Bank hat ihre eigene Datenbank, ihr eigenes Ledger. Und da steht drin, Alex hat so und so viel Geld. Und dann gibt es die Bank des Aktienverkäufers. Da steht drin, der Aktienverkäufer hat so und so viel Geld. Hier auf der Folie ist das Alice und Bob. Und wenn Alice einen Geldbetrag an Bob überweist, dann fließt er ja nicht wirklich Geld, sondern das Einzige, was da hin und her fließt, sind Textnachrichten. Das heißt, die Bank von Alice schickt eine Textnachricht an die Bank von Bob und sagt, liebe Bank von Bob, aktualisier doch bitte mal dein Kassenbuch und addiere 1.000 Euro auf das Konto von Bob. Ich ziehe gleichzeitig 1.000 Euro von dem Konto von Alice ab. So funktioniert ja heute unser Zahlungssystem. Und was da eben ganz wichtig ist, ist, dass dieses Zahlungssystem nur funktioniert, weil wir diese Intermediäre haben und weil die miteinander kommunizieren. Und das nennt man Reconciliation. Also es müssen ständig diese unabhängig voneinander existierenden Datenbanken müssen ständig angeglichen werden. Das ist mittlerweile im Inland relativ effizient. In Europa funktioniert das gut. Sobald es mal über Ländergrenzen hinweg geht, haben wir plötzlich 2, 3, 4, 5 zusätzliche Intermediäre und dann funktioniert das plötzlich nicht mehr so gut. Und genau da kommt dann jetzt eben der letzte Schritt ins Spiel, und zwar das Thema die Digitization. Und da sind wir jetzt nicht mehr in dem Bereich Intermediäre, sondern da sind wir jetzt dabei, wir digitalisieren nicht den Prozess des Handels und des Tausches, sondern wir digitalisieren das Geld und das Asset selbst. Das heißt, während wir bei der Digitalization eigentlich nur den Prozess digitalisiert haben durch Intermediäre, digitalisieren wir jetzt das Geld
und das Asset selbst. Und was sich dadurch ändert, ist, dass ich jetzt plötzlich im digitalen Raum Geld und Assets tauschen kann, ohne dass ich Intermediäre benötige. Und das sind wir jetzt hier unten. Alice und Bob können ja nämlich plötzlich jetzt einen digitalen Geldtoken und einen digitalen Aktientoken tauschen, ohne dass sie eine Bank oder einen Zentralverwahrer dafür brauchen. Warum funktioniert das? Weil wir jetzt nicht mehr die Intermediäre haben mit ihren einzelnen Datenbanken, die ständig angeglichen werden müssen, sondern wir teilen uns alle eine Datenbank, die in der Mitte steht, und das ist die Blockchain. Und das Besondere ist, dass Alice und Bob selbst in diese Blockchain reinschreiben dürfen. Während hier oben natürlich nur die Bank in ihre eigene Datenbank reinschreiben darf, dürfen Alice und Bob hier selbst in die Datenbank reinschreiben. Das heißt, Alice würde einfach reinschreiben, Alice sendet Bob 1000 Euro, und Bob würde reinschreiben, Bob überträgt den Token an Alice. Die Frage, die sich hier natürlich sofort stellt, wie zur Hölle kann sowas funktionieren? Ja, ich habe eine Datenbank, die ist in der Mitte, auf die hat jeder Zugriff, in die darf jeder reinschreiben. Wie kann so ein System funktionieren? Da kann ja jeder reinschreiben, was er möchte. Ich kann mir ja selbst einfach 1000 Euro schicken, oder ich kann irgendwie 100 Euro erst an die eine Person und dieselben 100 an die andere Person schicken. Wie funktioniert das? Ja, und dieses Problem des Double Spends, das wurde im Jahr 2008 in einem White Paper gelöst. Autor hieß Satoshi Nakamoto. Ja, das war das Bitcoin White Paper. Da wurde genau dieses Problem gelöst. Und deswegen, ganz egal, was man von Bitcoin hält, Bitcoin und die Bitcoin-Blockchain ist eine Innovation, wenn nicht eine Revolution in den Computerwissenschaften, in den Datenbankwissenschaften. Weil es zum ersten Mal möglich war, genau so ein System zu betreiben. Ich habe eine Datenbank in der Mitte, die teilen sich alle, jeder darf da reinschreiben, und trotzdem funktioniert es. Trotzdem sind wir uns zu jeder Zeit einig, dass nur die Wahrheit in dieser Datenbank steht. Und das ist das Besondere an Blockchain, und deswegen können wir Blockchain nutzen, um jetzt plötzlich so ein Stück weit back to the roots, Peer-to-Peer-Transaktionen zu machen, aber nicht im physischen Raum, sondern auch im digitalen Raum. Ich gehe jetzt hier ein bisschen schneller drüber, es gibt einige Vorteile dadurch, einige Risiken, und ich habe auch ein Anwendungsbeispiel. Ganz kurz die Vorteile, was man sonst noch machen kann mit Blockchain und Tokens. Es ist nicht nur diese Peer-to-Peer-Übertragung ohne Intermediäre, ich kann zum Beispiel Assets auch fraktionalisieren. Das heißt, ich kann plötzlich eine Immobilie in 1 Million kleine Teile zerteilen, ein Kunstwerk in 1 Million kleine Teile, und kann das dadurch handelbar machen. Besser investierbar, ich habe eine höhere Liquidität, macht diesen ganzen Investitionsprozess auch sehr viel demokratischer, weil ich einfach auch mit kleineren Tickets jetzt in Assets investieren kann, in die ich vorher nicht investieren konnte. Ja, ich kann ein Stück der Mona Lisa kaufen zum Beispiel. Ich habe es ja vor ein paar Wochen im Podcast gesagt, ich bin stolzer Besitzer eines kleinen Teiles eines Banksy-Gemäldes. Und das geht natürlich nur, weil dieses Banksy-Gemälde tokenisiert ist. Einen Vorteil möchte ich noch hervorheben, was diese Tokenisierung vor allem dann für den Finanzmarkt so speziell macht, und das ist der allerletzte Punkt hier, Delivery versus Payment oder auch atomare Transaktionen. Was ich nämlich mit Tokens machen kann, was ich heute nicht machen kann, ist, ich kann Geld gegen Aktien tauschen in einer sogenannten atomaren Transaktion. Wie das heute funktioniert, wissen viele. Ich habe hier mein Geldökosystem, das ist bei den Banken, das sind die Konten, und ich habe hier drüben mein Aktienökosystem in Custody beim CSD, da liegt meine Aktie. Wenn ich das Geld gegen die Aktie tauschen will, muss ich diese beiden unabhängigen Ökosysteme erstmal zusammenbringen. Da habe ich in der Mitte meistens ein Zahlungssystem, das heißt T2S in Europa, um diese beiden zu tauschen. Das dauert dann auch 2 Tage und ist ein bisschen umständlich, ja. Und was eben Token und die Blockchain versprechen, ist, dass ich diese Aktien und dieses Geld plötzlich auf dasselbe Ökosystem bringe, auf dieselbe Infrastruktur namens Blockchains, und beides sind Token. Und dem Token ist es völlig egal, ob dieser Token eine Aktie repräsentiert oder ein Geldstück. Ein Token ist ein Token, das ist ein technisches Artefakt. Und was ich auf einer Blockchain machen kann, ist, ich kann diesen Aktien und diesen Geldtoken extrem effizient gegeneinander tauschen. Das dauert dann nicht mehr 2 Tage, sondern in der Mitte sitzt ein kleiner Smart Contract. Auf die eine Seite dieses Smart Contracts zahlt der Aktienverkäufer seinen Aktientoken ein, und auf die andere Seite des Smart Contracts zahlt der Geldbesitzer seinen Geldtoken ein. Und erst wenn sowohl Aktientoken als auch Geldtoken in diesen Smart Contract geflossen sind, swappt der Smart Contract die Seiten. Der Aktienverkäufer bekommt den Geldtoken und der Aktienkäufer bekommt den Aktientoken. Und wenn nicht sowohl Aktien als auch Geldtoken in diesen Smart Contract einbezahlt werden, findet dieser Swap auch überhaupt nicht statt. Das heißt, ich kann mir sicher sein, wenn ich meinen Geldtoken da einbezahle, entweder ich bekomme die Aktie oder wenn irgendwas schief geht, bekomme ich mein Geld wieder zurück. Und das ist natürlich nicht nur instant, sondern plötzlich auch komplett ohne Gegenparteirisiko möglich, Handel zu betreiben.
Also richtig speziell wird es wirklich, wenn wir digitale Assets und digitale Währungen zusammenbringen. Und da habe ich hier auch ein Beispiel noch, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen. Was bedeutet es denn, wenn digitale Assets und digitale Währungen zusammenkommen? Ich habe das hier mal an einem Beispiel von einem Parkhaus dargestellt. Der erste Schritt, dieses Parkhaus. Wenn ich heute so ein Parkhaus baue in eine Stadt, dann ist das meistens investiert von großen Finanzinvestoren oder die Städte selbst. Da habe ich als, sagen wir mal, normaler Bürger eigentlich keinen Zugriff drauf. Was jetzt hier möglich ist durch die Tokenisierung, ist, dass ich Teilhaber dieses Parkhauses werden kann. Ich kann einen Teil dieses Parkhauses besitzen, indem ich 1% in Form von einem Token kaufe. Das heißt, dieses Parkhaus wird plötzlich investierbar, die Liquidität erhöht sich, ich kann das traden, diesen Anteil auch, und kann eben Teilhaber an diesem Parkhaus werden. Also das ist dieser Bereich digitale Assets, Fraktionalisierung. Richtig spannend wird es aber, wenn wir jetzt neben diesen digitalen Assets auch noch das digitale Geld mit ins Spiel bringen. Weil was man sich hier denken könnte, ist, dass wenn ich diesen Token besitze, dann möchte ich natürlich auch an Cashflows teilhaben, die dieses Parkhaus generiert. Und das könnte folgendermaßen laufen. Wenn jetzt dann das Parkhaus gebaut ist und die Autos fahren da rein und parken und fahren am Ende des Tages wieder raus, dann würde das Auto beim Herausfahren automatisch das Parkhaus bezahlen. Ja, eine Maschine-zu-Maschine-Zahlung. Und in dem Moment, wo dieser digitale Token das Parkhaus erreicht, wird er sofort gesplittet und auf die Anteilseigner des Parkhauses verteilt. Also hier haben wir in dem Beispiel drei Eigner dieses Parkhauses, 50, 30 und 20% besitzen die von diesem Parkhaus in Form von Token. Wenn die Parkgebühr vereinfacht gesagt jetzt mal 10 Euro kostet, dann würde also dieses Auto diese 10 Euro an das Parkhaus bezahlen und das Parkhaus würde sofort dieses Geld aufsplitten und in dem Moment, wo das Auto bezahlt, habe ich auf meiner Wallet schon, wenn ich jetzt diese 20% besitze, sofort 2 Euro. Das heißt, ich kann auch instant an den Dividenden partizipieren, die dieses Asset dann abwirft. Gut, das waren jetzt die ersten drei Thesen. Kommen wir zur vierten These. Das waren auch die drei wichtigsten Thesen, vor allem ist das letzte, die nächsten gehen ein bisschen schneller, wobei ich glaube, die nächste These ist vermutlich bei einigen hier umstritten, und zwar Kryptowährungen sind keine Währung, das ist mal Punkt 1, und es sind auch noch Fragezeichen, kein gut funktionierendes Geld. Was ist Geld? Geld wird ja normalerweise über diese drei Funktionen definiert, die Geld erfüllen sollte: Wertaufbewahrung, Tauschmittel und Recheneinheit. Und ich habe mal versucht, das ist natürlich sehr subjektiv, ja, hier darzustellen, wie ich das einschätzen würde bei drei ganz wichtigen Geldformen. Das ist das Fiat-Geld, das heißt US-Dollar, Euro, Kryptowährungen, vor allem Bitcoin. Ich denke da jetzt vor allem an Bitcoin und Warengeld wie zum Beispiel Gold. Was man als allererstes sagen kann, weder Kryptowährungen noch Warengeld sind Währungen, weil Währungen sind normalerweise Geldarten, die vom Staat als offizielles Zahlungsmittel oder als offizielle Währung deklariert wurden. Das ist bei Bitcoin zwar jetzt in El Salvador der Fall, aber ansonsten ja nirgendwo auf der Welt. Deswegen, Währungen sind erstmal nur Euro, US-Dollar und so weiter. Die Frage ist aber trotzdem, ist Bitcoin vielleicht Geld? Und das, was wir ja heute allgemein als Geld bezeichnen, ist das Fiat-Geld. Und dann kann man mal schauen, inwieweit schafft es denn das Fiat-Geld, diese Anforderungen zu erfüllen, diese drei Funktionen. Und es ist definitiv ein sehr gutes Tauschmittel und es ist auch eine Recheneinheit. Ja, wir messen unsere Preise in Euro. Wo es mittlerweile nicht mehr so gut funktioniert, ist diese Wertaufbewahrungsfunktion. Also gerade ist natürlich gerade sehr aktuell, die Inflationsraten sind unglaublich hoch in den USA, teilweise 5 bis 6%. Ich weiß nicht, ob man da noch von einer guten Wertaufbewahrung reden kann. Wenn wir mal auf die andere Seite schauen zum Gold, da ist es natürlich genau das, ist die Stärke von Gold, ja, diese Wertaufbewahrung. Seit tausenden von Jahren erhält Gold irgendwie seine Purchasing Power, aber auf der anderen Seite ist Gold natürlich ein sehr schlechtes Tauschmittel und es ist auch keine Recheneinheit. Wir messen unsere Preise nicht in Gold. Also Gold, würde ich sagen, ist relativ weit weg davon, klassisches Geld zu sein. Und spannend ist jetzt diese Frage, ist Bitcoin Geld oder kann Bitcoin Geld werden? Ist es Geld, würde ich sagen, definitiv nicht. Also was ist Bitcoin heute? Es ist ein spekulatives Asset, extrem volatil. Die Frage ist, kann es Geld werden? Wertaufbewahrung, glaube ich ja. Also Bitcoin hat da großes Potenzial, auch wenn es jetzt noch sehr volatil ist. Aber das Design von Bitcoin ist definitiv darauf ausgelegt, Werte zu bewahren. Recheneinheit ist es definitiv noch nicht. Also ist eigentlich die alles entscheidende Frage, kann Bitcoin ein Tauschmittel werden? Und da tue ich mich tatsächlich schwer und deswegen habe ich das hier unten mal in Pro und Contra unterteilt. Ein paar Argumente für, ja, Bitcoin kann in Zukunft Tauschmittel werden und nein, Bitcoin kann kein Tauschmittel werden.
Was man natürlich fairerweise sagen muss, es wird heute schon genutzt an einigen Orten als Tauschmittel, sei es El Salvador, Venezuela, Argentinien. Wir haben jetzt auch endlich durch das Bitcoin-Lightning-Netzwerk die Möglichkeit, Bitcoin in einer skalierten Art und Weise zu nutzen. Ihr wisst es sicherlich, die Bitcoin-Blockchain selbst schafft nur 7 Transaktionen pro Sekunde. Das kann kein globales Zahlungsmittel werden mit 7 Transaktionen pro Sekunde. Aber durch Second-Layer-Solutions wie das Lightning wäre das eben möglich. Und da haben wir sehr viel Fortschritte gemacht. Eine Sache müssen wir uns immer bewusst machen. Wir haben ganz oft zu sehr unsere westliche Brille auf, wenn wir über Bitcoin reden. Ja, das sagen, klar, in Deutschland heute ist es, brauchen wir kein Bitcoin, aber in vielen anderen Ländern der Welt sieht das anders aus und ich habe hier einige genannt. Auf der anderen Seite, wenn wir mal auf die negative Seite schauen, ich sehe das schon so, dass Bitcoin und die Bitcoin-Nutzung für mich eher ein Zeichen ist für das Versagen bestehender Institutionen und weniger dafür, dass Bitcoin jetzt so ein tolles Zahlungsmittel ist heute, weil eigentlich ist es noch relativ umständlich, Bitcoin zu nutzen und die Tatsache, dass es in Venezuela und Argentinien genutzt wird, spricht weniger für Bitcoin als gegen die, Regierungen und Institutionen in diesen Ländern. Das Lightning-Netzwerk steht noch ganz am Anfang. Wir sind noch nicht so weit zu sagen, wir bauen unser Zahlungssystem auf dem Lightning-Netzwerk aus. Und ein ganz wichtiger Punkt hier ist, und das ist für mich so der Hauptpunkt, warum ich in den nächsten Jahren nicht dran glaube, dass Bitcoin in irgendeiner Art und Weise Zahlungsmittel wird. Bad Money Drives Out Good, ja, auch bekannt als Gresham's Law. Wenn ich zwei Geldformen habe, dann habe ich immer den Anreiz, die schlechtere Geldform auszugeben. Und wenn Bitcoin wirklich funktioniert, dann wird der Bitcoin-Preis im Vergleich zum US-Dollar und zum Euro immer steigen, weil Bitcoin ist deflationär und der Euro und der US-Dollar ist inflationär. Das heißt, ich habe immer den Anreiz, in Bitcoin zu sparen und in Euro und US-Dollar Ausgaben zu tätigen. Das heißt, Bitcoin wird aus dem Zahlungsverkehr verschwinden, weil es das Sparvehikel wird und der Euro und der US-Dollar werden zum Bezahlen benutzt. Und solange die beiden koexistieren, wie gesagt, glaube ich nicht daran, dass irgendjemand, der bei Sinnen ist, freiwillig seine Bitcoins ausgibt, wenn er auch seine Euro und US-Dollar losbekommen kann. Gut, das überspringe ich jetzt mal, geht zum nächsten Thema CBDC. Ich habe ganz oft das Gefühl, wenn ich so mit Leuten aus der Industrie rede, dass so die Meinung herrscht, ja, wenn wir erstmal eine digitale Zentralbankwährung haben, dann sind alle unsere Probleme gelöst, geldseitig. Ja, dann haben wir hier unser perfektes Settlement-Asset, wir müssen uns keine Sorgen mehr machen, wir können unsere komplette Industrie auf der Blockchain aufbauen und haben unser digitales Geld. Da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube, CBDC, gerade so die Retail-CBDC, die hat ihre Daseinsberechtigung, aber eine CBDC, die wird nicht alle unsere Probleme lösen. Und ich habe hier versucht, mal verschiedene Arten von Geld zu unterscheiden nach den Emittenten, sei das jetzt der öffentliche Emittent, privater Emittent oder eben kein Emittent. Und da hat die CBDC auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Ja, das ist jetzt, ich habe das hier mal Money of the State genannt. Wir haben dann auch Money of the People, das wären die Kryptowährungen, und Money of the Corporations, das wären dann sowas wie Stablecoins, also private Unternehmen, die Geld ausgeben. Und die CBDC wird hier eine Rolle spielen. Die Frage ist, welche Rolle? Und ich bin der Meinung, eine CBDC sollte versuchen, Probleme zu lösen, die unser aktuelles Geld- und Finanzsystem noch nicht löst. Es bringt nichts, wenn wir eine CBDC bauen, die die sechste Checkout-Methode bei Amazon ist, wenn wir schon 5 haben, die extrem gut funktionieren. Das ist kein Value-Add von einer CBDC. Deswegen ist für mich immer so, die Hauptfunktionen, die eine Retail-CBDC haben sollte, ist, sie sollte Dinge ermöglichen wie Offline-Zahlungen, das geht heute noch nicht wirklich gut. Anonymität und Privatsphäre, das geht heute auch noch nicht wirklich gut. Das sind Dinge, die das heutige Zahlungssystem nicht leisten kann. Das ist die Nische, die eine Retail-CBDC besetzen kann. Neben dieser Retail-CBDC wird es Wholesale-CBDCs geben und es wird auch viele private digitale Euros geben, die andere Use-Cases lösen. Ja, die Use-Cases wie programmierbare Zahlungen in der Industrie 4.0, im Crypto-Trading, in DeFi. Dafür brauchen wir nicht unbedingt eine CBDC. Da haben wir private Anbieter, die das sogar besser können als die Zentralbanken. Also es wird ein Nebeneinander geben aus verschiedenen Währungen. Nächster Punkt. Ohne digitale Identität macht alles nur halb so viel Spaß. Das ist ein ganz spannendes Thema, mit dem ich mich seit einiger Zeit auseinandersetze, auch im Rahmen eines Forschungsprojektes. Ich habe das hier versucht, mal gegenüberzustellen, wie es heute funktioniert und wie es in Zukunft funktionieren könnte. Heute haben wir Silos, das heißt, wir loggen uns überall selbst ein, haben überall ein extra Konto. Teilweise nutzen wir, und das haben wir hier in der Mitte, diese zentralen ID-Verwalter wie Facebook oder in Deutschland gibt es auch NetID, die es uns dann ermöglichen, mit Single Sign-On einmal überall im Internet uns einzuloggen. Das hat aber beides natürlich große Nachteile. Ja, das ist zwar einerseits sehr bequem, aber ich gebe die Kontrolle über meine Daten ab. Ich kreiere sogenannte Honigtöpfe an Daten, die natürlich ausgenommen werden können. Und da kommt jetzt eben die Self-Sovereign Identity ins Spiel. SSI hier als Beispiel, das Projekt LISSI.
die es mir ermöglicht, meine Daten selbst zu verwalten. Auf meinem Handy bequem kann ich mich überall einloggen. Ich habe die Kontrolle über meine Daten. Die Daten sind nur auf meinem Handy gespeichert. Das heißt, wer mich hacken möchte, muss auf mein Handy. Und es ist auch unmöglich, die verschiedenen Konten miteinander zu korrelieren. Und das Spannende ist, ich kann auch einzelne Teile meiner Identität teilen. Und das macht es eigentlich richtig spannend. Das ist hier eine gute Darstellung von PwC. Ich kann zum Beispiel mit einem E-Commerce-Händler einfach nur mein Alter teilen, falls es nötig ist. Aber dem E-Commerce-Händler geht meine Augenfarbe zum Beispiel nichts an. Meine Augenfarbe kann aber wieder wichtig sein für die Verwaltung, falls ich einen neuen Ausweis brauche. Also digitale IDs, ganz wichtiger Punkt. Nächster Punkt, Blockchain kann nicht Krebs heilen. Wir müssen immer skeptisch bleiben. Blockchain kann nicht Krebs heilen. Ich habe das dann mal überprüft und habe das Erste, was ich gefunden habe, war gleich eine App, die versucht, mit Blockchain Krebs zu heilen. Ein Spaß beiseite. Also die nutzen Blockchain, um Daten zu sammeln. Ich habe mir das auch nicht näher angesehen und möchte bitte nicht über diese App herziehen. Das kann auch eine sehr sinnvolle Sache sein. Also den Versuch gibt es, nur als kleine Anekdote. Was ich eigentlich sagen möchte, wir brauchen nicht für alles eine Blockchain. Wir brauchen weder den Jesus Coin noch den Trump Coin. Dafür brauchen wir keine Blockchain. Und wir müssen immer skeptisch bleiben, was das Thema Blockchain anbelangt. Wir müssen immer hinterfragen, brauchen wir hier wirklich eine Blockchain? Weil Blockchains sind immer ineffizienter als normale Datenbanken. Und ich habe hier eine, und ich hoffe, das sieht man, das ist ein bisschen klein, aber das ist so mein Leitfaden, das ist aus dem Papier von Wüst und Gerweis von 2018. Ein Leitfaden, den ich durchgehen kann, um herauszufinden, brauche ich eine Blockchain oder nicht. Und das gehe ich mal ganz kurz mit euch durch. Die erste Frage ist, do you need to store a state? Was im Endeffekt heißt, brauchst du eine Datenbank? Falls du keine Datenbank brauchst, brauchst du auch keine Blockchain. Ja, eine Blockchain ist eine Datenbank. Also ja, wir brauchen eine Datenbank. Zweitens, gibt es verschiedene Leute, die es in diese Datenbank reinschreiben wollen? Falls das nicht der Fall ist, brauchst du keine Blockchain. Ja, weil dann hast du nur einen, der in diese Datenbank reinschreibt. Also sagen wir mal, ja, wir haben unterschiedliche Leute, die da reinschreiben. Gibt es all diejenigen, die da reinschreiben, können die sich auf eine sogenannte Trusted Third Party einigen, die diese Datenbank verwaltet? Wenn das der Fall ist, brauche ich auch keine Blockchain, weil ich habe ja jemanden, der diese Datenbank immer managt. Sagen wir mal nein, wir haben keine Trusted Third Party. Dann sind wir erst in dem Bereich, wo wir sagen, kennen wir alle, die reinschreiben? Falls das nicht der Fall ist, dann brauchen wir sowas wie die Bitcoin-Blockchain komplett offen. Und wenn wir diejenigen kennen, die da reinschreiben dürfen, dann können wir noch unterscheiden zwischen, soll das öffentlich sein, was da drin steht oder nicht. Und dann kann ich noch andere Varianten einer Blockchain nutzen. Aber erst wenn wir uns hier durchgekämpft haben und am Ende angekommen sind, dann sollten wir Blockchains nutzen. Punkt 8. Die Industrie- und Finanzwirtschaft, vor allem in Europa, muss mutiger werden in Bezug auf Blockchain. Ich habe mal hier ein Bild mitgebracht, das so die Blockchain World Map zeigt. Und man sieht direkt, und das sind jetzt vor allem die Krypto-Unternehmen hier aus dem Kryptobereich, wo die Musik spielt, und zwar in den USA. Es gibt ein paar tolle Beispiele auch aus Europa und einige sind da hier. Die sind jetzt leider hier nicht alle aufgetragen. Bitwala heißt ja jetzt Nuri aus Deutschland. Was aber doch direkt auffällt in Europa, ist relativ wenig los. Und gerade so in der Europäischen Union, ja, die Unternehmen, die hier genannt sind, sind dann auch noch aus der Schweiz und aus den UK zum großen Teil. Was wie gesagt nicht heißt, dass es nicht tolle Unternehmen in Deutschland gibt, aber einfach noch zu wenig. Wenn man das ein bisschen umdreht und sagt, was passiert im öffentlichen Sektor, dann passiert sicherlich in China auch sehr viel, ja, nicht zuletzt mit der digitalen Zentralbankwährung. Und ja, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Ich beziehe das natürlich auch auf mich, auf die Finanzindustrie. Wir tun da noch zu wenig zum Thema Blockchain und Bitcoin und Kryptowährungen. Vorletzter Punkt, Regulierung ist gut für das Ökosystem. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, wir sind in der Lage, gerade in Deutschland, diese ersten Schritte zu gehen, auch als klassische Finanzindustrie, denn wir haben vor allem in Deutschland die Regulierung, die nötig ist und die Sicherheit schafft. Jetzt die ersten Schritte wurden da getan. Wir haben die Kryptoverwahrlizenz durch die BaFin, die es uns erlaubt, Kryptoverwahrung anzubieten. Ich habe mit Kollegen gesprochen von Banken aus den Niederlanden und Österreich, die sagen, Alex, wir würden auch gern was in die Richtung machen, können aber nicht, weil bei uns ist regulatorisch einfach keine Klarheit, ob wir das dürfen. Und da haben wir in Deutschland einen großen Vorteil und Deutschland ist da gerade auch, nimmt da eine Vorreiterrolle ein, wenn es um das Thema Kryptoregulierung geht. So, und jetzt letzter Punkt. Ich lasse mal noch 2-3 Minuten Zeit für Fragen, deswegen renne ich hier ein bisschen durch. Letzter Punkt, das ist erst der Anfang. Es gibt ganz viele Dinge, über die ich heute hätte reden können, vielleicht sogar müssen, die ich nicht erwähnt habe. Deswegen dachte ich, ich mache mal eine letzte Slide, auf der ich noch ein paar Buzzwords unterbringe. Das ist sicherlich das Thema NFTs. Ja, unglaublich verrückte Preise. Wir sehen hier drei ganz bekannte NFTs. Was mich immer wieder fasziniert, sind die Ether Rocks, also die JPEGs von einem Stein, die für eine 500.000 US-Dollar gehandelt werden. Es ist, glaube ich, 95% wirklich Hype
Bubble Malinvestment aktuell in dem NFT-Bereich, aber es ist auch 5% extrem interessante Technologie. Und ich glaube, in den nächsten Jahren wird sich dieses Verhältnis umdrehen. Denn NFTs haben ein unglaublich Potenzial, sei das für Gaming, für das Metaverse, für Web 3.0, so die Grundlage zu schaffen. Wir haben Facebook, die sich jetzt in Meta umbenannt haben und tatsächlich 10 Milliarden US-Dollar in das Metaverse investieren. Ja, das hört sich für mich auch noch verrückt an. Ich weiß auch nicht genau, was das Metaverse ist. Da gibt es auch, glaube ich, unterschiedliche Meinungen. Aber Mark Zuckerberg, der da jetzt 10 Milliarden in die Hand nimmt und sogar den Namen seiner Firma ändert, zeigt, glaube ich, wie ernst er das Thema nimmt. Also, ich denke mir immer, it's a great time to be alive und in diesem Bereich arbeiten zu dürfen. Ich bin ja wirklich in der komfortablen Lage, den ganzen Tag mit nichts anderes tun zu dürfen, als mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und trotzdem habe ich keine Chance, auch nur ansatzweise irgendwie alles mitzubekommen und alle Neuerungen zu verfolgen. Deswegen freue ich mich auch, dass wir heute hier sind. Und solche Anlässe sind für mich auch immer ein guter Moment, um neue Impulse zu bekommen. Also wenn ihr irgendwie Meinungen zu diesen 10 Thesen habt, dann sprecht mich gerne später an. Ich freue mich dann, mit euch zu diskutieren und wünsche uns dann jetzt allen einen schönen Tag. Vielen Dank. Ja, wow. Also eigentlich könnten wir, glaube ich, an dieser Stelle schon Schluss machen, weil wir haben hier so viele zusammengepackte Topics von dir gehört. Also vielen Dank für diesen Vortrag. Wie Alex schon gesagt hat, gibt es Fragen? Wenn es keine Fragen gibt, war das wahrscheinlich so gut. Wenn es Fragen gibt, dann ist hier, glaube ich, ein Bedarf daran, sich auszutauschen. Ihr dürft euch trauen, wir sind immer mit Mikrofon und viel Abstand unterwegs. Also, wenn es Fragen gibt aus dem Publikum, ich schaue. Nein, gibt es noch nicht. Doch, da hinten. Oh, doch, wir haben eine Frage. Wir eilen. In der Zwischenzeit, ja, das geht schnell. Wie sieht es bei dir aus? Hast du so ein JPEG dir geholt schon, NFT? Können wir mich hören? Ja, kein Etherrock leider. Wäre gut gewesen. Kannst du mich hören? Ja, gut. Ja. Hi, Marc. Für mich eine wichtige Frage ist bezüglich Tokenisierung und digitale Währung ist das Thema Nachhaltigkeit. Es wird immer mehr energieaufwendige Erschaffungsprozesse in Länder verlagert, wo Energie extrem günstig ist. Wir machen hier alle auf Greenwashing und auf der anderen Seite ist es so, dass das ein wichtiges Thema ist. Aber auf der anderen Seite entstehen enorme Energiekosten halt auch durch Schürfen oder Ähnliches. Ja. Das ist die erste Frage. Die zweite ist, hilft Digitalisierung nicht, die staatliche Kontrolle zu verstärken, gerade in südamerikanischen Ländern? Ja, alles klar. Zwei gute Fragen. Erste Frage mache ich ganz kurz, weil wir haben später eine Keynote von der Katharina, die über Crypto und ESG reden wird. Generell ein Punkt dazu nur. Beim Thema Crypto und ESG und Tokenisierung reden wir eigentlich am Ende immer nur über Bitcoin. Das heißt, über ganz viele Themen, über die ich heute geredet habe, Tokenisierung von Assets und so weiter, da nutzen wir Blockchains, die überhaupt kein Problem mit Energieverschwendung oder nicht haben. Das heißt, diese Diskussion kann man wirklich zuspitzen auf Bitcoin, heute noch ein bisschen Ether, aber vor allem Bitcoin. Das ist vielleicht der erste Punkt, aber den Rest lasse ich einfach zu Katharina. Das ist für ganz viele Dinge, die ich heute erzählt habe, eigentlich kein Problem. Zweiter Punkt, staatliche Überwachung, ist ein extrem gutes Thema, das auch ganz nah an meinem Herzen ist, weil ich habe ein Forschungspapier geschrieben dazu, wie man eine digitale Zentralbankwährung bauen kann, die voll anonyme Zahlungen ermöglicht. Und ich glaube, genau diesen Mittelweg müssen wir auch finden. Wir müssen diese Technologie nutzen, um nicht alles transparenter zu machen, sondern da Transparenz zu schaffen, wo es nötig ist, aber auch dort Anonymität zu schaffen, wo es angemessen ist. Und was wir in diesem Paper zeigen, ist, dass es möglich ist, eine digitale Zentralbankwährung zu schaffen, die vom Staat ausgegeben wird, die aber 100% anonyme Zahlungen zulässt. Ja, das machen wir mit sogenannten Zero-Knowledge-Proofs. Also ich bleibe da jetzt mal ganz allgemein, aber das ist so meine Meinung dazu. Lasst uns Transparenz schaffen, wo es nötig ist, aber lasst uns auch sicherstellen, dass wir nicht zum gläsernen Bürger werden. Und man kann diese Technologie auch dafür nutzen, um Privatsphäre und Anonymität herzustellen. Alex, du hast eben bis auch auf das Thema Unveränderbarkeit der Blockchain eingegangen. Wenn du jetzt mal so ein bisschen schaust, was sich technologisch auch gerade tut, Richtung Quantencomputing, auch da liest man ja vielleicht nicht in den einschlägigen Publikationen, sondern eher im Mainstream. Achtung, Quantencomputer sind in der Lage, quasi die Blockchain zu entschlüsseln. Ist das eine reelle Gefahr oder ist das momentan auch viel Buzzword und negativer Hype in dem Zusammenhang? Ja.
Also ich denke, das ist eine Gefahr, aber eine theoretische Gefahr. Also ich bin kein Quantencomputer-Experte, da hört man auch immer Meinungen zwischen die kommenden ein paar Jahren versus wir haben in 100 Jahren noch keine Quantencomputer. Es ist definitiv so, so wie Bitcoin heute gebaut ist, könnte man mit einem Quantencomputer vermutlich relativ leicht 51% der Rechenpower dieses Netzwerk haben, und sobald ich 51% habe, kann ich Bitcoin kontrollieren. Die Frage ist dann wieder, habe ich einen Anreiz, weil ich mache das System dadurch kaputt und habe da nichts mehr davon. Aber das ist eine reale Gefahr, die aber theoretisch ist, weil ich nicht glaube, dass wir in den nächsten Jahren Quantencomputer haben. Und es gibt bereits Ansätze, es gibt kryptografische Methoden, die auch quantum secure sind, womit ich das dann also gegen Quantencomputer auch sichern kann. Aber wenn ich dich richtig interpretiere, man kann es nicht ganz vom Tisch wegwischen. Also es ist ein Thema, womit man sich oder wir als Branche mit beschäftigen müssen. Wenn du heute in deinem Keller einen Quantencomputer baust und den morgen zum Einsatz bringst, dann gehört dir das Bitcoin-Netzwerk. Okay, ich muss leider jetzt los. Du hast eben ein ganz interessantes Thema noch angebracht, das Thema digitale Identität. Und du hast sehr wunderbar dein Smartphone in die Höhe gehalten, hast gesagt, da ist alles drin und da ist meine digitale Identität und da gibt es niemanden, der da sonst Zugriff drauf hat. Wenn du deine digitale Identität, in dem Fall dein Smartphone, drüben im Schwimmweiher verlierst, dann ist deine digitale Identität unter Umständen weit in der Tiefe oder vielleicht auch ganz weg. Was mache ich da? Also wenn du sie verlierst, ist es normalerweise kein Problem, weil das, was da gespeichert ist, das kannst du wiederherstellen, weil das sind Dinge, die ausgestellt wurden von Institutionen, die das dürfen. Also zum Beispiel eine Ausweisstelle darf dir einen Ausweis ausstellen und du speicherst diesen Ausweis auf einer Wallet auf deinem Smartphone. Wenn du dieses Smartphone verlierst, kannst du wieder zu der Ausweisstelle hingehen, kannst dir eine neue Wallet herunterladen und das wieder machen. Die Frage ist, kann man, wenn man ein Smartphone hat, deinen Ausweis eventuell missbrauchen? Das heißt, das ist natürlich auch, die Hardware muss sicher sein, sei das ein Fingerprint oder Face Scan, das ist natürlich sehr wichtig. Aber es ist nicht so, dass jetzt plötzlich mein ganzes Leben, wobei unsere Leben hängen ja schon von den Smartphones ab, wenn wir mal ehrlich sind, aber es ist nicht so, dass wenn ich dieses Smartphone verliere, dass ich dann einpacken kann, weil ich meine Identität verloren habe, sondern das kann man wiederherstellen. Ich schaue noch einmal ins Publikum. Wir überziehen hier auch gnadenlos, aber wir können die Zeit auch wieder rausholen. Da gibt es noch eine Frage. Es gibt doch noch zwei. Sven hat sich auch noch gemeldet. Eisbrecher. Ja, da hinten, okay. So, kann ich schon sprechen? Ja, ausgezeichnet. Alexander, danke für die Präsentation. Meine Frage wäre, könntest du das in Relation setzen zu der Strategie der Deutschen Bank in Bezug auf Blockchain oder generell was zur Strategie der Deutschen Bank sagen bezüglich Blockchain? Gut, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine Insights verrate. Also wir reden da noch nicht so offiziell drüber. Was wir natürlich generell machen, ist, wir schauen uns das Thema an. Und ich glaube, was die Deutsche Bank definitiv jetzt im letzten Jahr verstanden hat, ist, dass, wie ich vorhin gesagt habe, dass das ein Thema ist, das nicht mehr weggeht. Wir haben angefangen, ein kleines Team aufzubauen, haben auch tatsächlich so eine Business Vision aufgeschrieben. Das würde jetzt länger als eine Minute dauern, das hier darzulegen. Aber ich glaube, wir suchen gerade so ein Stück weit unseren Platz in diesem Ökosystem. Das heißt, wir denken ganz stark darüber nach, welche Rolle können Banken denn generell spielen. Und ich glaube, ein ganz großes Asset, das Banken wie die Deutsche Bank haben, ist, sie haben die Kunden. Und ich rede ja ganz viel mit unseren Unternehmenskunden beispielsweise und die sagen mir, Alex, ich möchte mich mit Bitcoin oder diesem Ökosystem auseinandersetzen und ich würde mich eigentlich am wohlsten fühlen, wenn ich das mit euch machen darf. Und jetzt musste ich leider in den letzten Monaten ganz oft sagen, verstehe ich euch, aber wir können das aktuell noch nicht. Und ich glaube, da drückt es wirklich aktuell, dass wir als Bank auch in die Lage kommen, für unsere Kunden und gemeinsam mit unseren Kunden da Angebote zu entwickeln, weil wenn wir da jetzt noch 5, 6 Jahre warten, dann wird es dann doch irgendwann mal, da ist der Schmerz irgendwann so groß, dass unsere Kunden dann trotzdem woanders hingehen. Ja, und ich glaube, dieses Asset, das müssen alle Banken verstehen, das ist ein Asset, wenn man das mal verliert, dann wird es extrem hart. Und dieses Asset kann man sich nur behalten, wenn man jetzt anfängt, auch auf die Kunden zu hören und Angebote in dem Bereich anbietet. Ein kurzer Satz noch, warum das für Banken nicht so einfach ist, gerade für große Banken. Wir sind extrem hart reguliert und wir kämpfen da seit einigen Monaten schon mit unseren Kollegen aus Compliance, Legal und so weiter, was es bedeuten würde, Bitcoin zum Beispiel auf unser Balance Sheet zu nehmen. Und das sind keine einfachen Fragen und deswegen bitte ich auch euch, genauso wie unsere Kunden, immer ein Stück weit um Geduld. Ja, wir sind da dran, aber das ist leider nichts, was bei so einem großen Laden wie der Deutschen Bank über Nacht geht. Aber was ich sagen kann, wir haben das definitiv verstanden, dass das Thema wichtig ist. Sprechen wir auch zum Ende des Tages nochmal in Kilians Panel drüber. Da geht es nämlich konkret um Use Cases für und mit Banken. Alex, wir können nur Danke sagen. Vielen Dank. Das Feedback aus der Community ist auf jeden Fall sensationell. Genau, wir machen jetzt, Entschuldigung. Ein Satz noch. Den
Alex kann man auch hören, nicht nur hier oben, sondern Alex, du machst ja noch als kleines Seitenprojekt Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll als Podcast. Findet man auch bei uns auf der Webseite unter paymentandbanking.com.